Jetzt bist du in die Pfütze gefallen. Oh, der kann vom Glück reden, dass die Brille nicht im Gulli gelandet ist. Wie muss ich ihn nochmal dazu bringen, sich in der Telefonzelle einzusperren? Ich muss ihn in die Richtung irgendwie hetzen. Geh mal in die Richtung. Hier ist die böse Gans! Rufst du jetzt Papa an? Papa, hilf mir! Hier ist eine Gans, die macht Stress. Ach, ist das sogar der? Ach, das, nee, das ist eine Frau. Guck mal, Mama, ich bin im Fernsehen. Ah, ich habe neue Aufgaben bekommen. Ich sperre die Ladenbesitzerin in der Garage ein. Kein Problem. Aha. Was soll das denn jetzt werden? Das verbiete ich mir, Madame, ne? Du kannst doch nicht einfach... Verklau ich dir die Kreide. Kann man Kreide eigentlich in Wasser auflösen? Vielleicht das Schild klauen schicken. Ist doch auch eine gute Idee. Ah, wo ist die Kreide hin? Kann ich das Schild überhaupt mitnehmen? Such dir erstmal die Kreide. Ich hab was Besseres für dich. Guck mal. Ich hab deine Karotte geklaut. Oh, weil sie mich in die andere Richtung geschubst hat. Egal, ich hab's noch geschafft. Jemand lügt sich mit der Gans an. Interessiert es sich wirklich nicht? Ah, dein Waschmittel ist weg. Hast du jetzt erst gesehen? Wie ist, wenn du mal hier den Mülleimer wieder aufhebst? Mein ja nur. Kann ich gerne nochmal da reinstecken. Ah, ich glaube, das ist auch noch eine geheime Aufgabe, wenn man den Jungen da drin einsperrt. Mach das Ding schneller auf, Frau! Oh. Sag mir nicht, die hat jetzt meine Einkäufe bemerkt. Trete deine Brille nicht. So ist es teuer.
Er hatte nicht mal Zeit, sich die Schuhe zuzubinden. Oh. Binde dir vielleicht erstmal die Schuhe zu. Fräulein Gans läuft dir schon nicht weg. Theoretisch ist er ja jetzt schon drin, ne? Tschüss. Schönes Leben noch, ne? Hauptsache, du hast dein Flugzeug wieder, genau. Das ist ja das Wichtigste. Hilfe, Hilfe, lass mich raus, lass mich raus. Kann ich auch theoretisch beide irgendwie da drin einsperren? Aber sie geht nicht rein. Sie geht nicht rein, ist die Sache. Wieso ist das beim Garten die zusätzliche Aufgabe, was ich mir ein Bein gestellt habe? I don't get it. Doch, ich kann die Mülltonne ziehen. Ich kann die Mülltonne ziehen. Mülltonne! Komm mit mir! Sie will aber nicht mitkommen. Warum nicht? Wir sind doch nur beste Freunde. Freunde für immer. Ah, der Besen ist weg. Und jetzt? Jo! Ich laufe übrigens von alleine, wenn sie mich so wegscheucht. Der Regen ist ein bisschen im Weg. Kann ich den Eimer umwerfen, damit du den da reinstellst? Nee. Fürchte die Gans! Fürchte sie! Naja, geht's ja sowieso nicht. Kann ich dich auch noch einsperren? Naja, da drin ist nichts, was ich klauen könnte. Was er zurückhaben wollen würde. Obwohl, ich müsste mal gucken, ob ich da vorne an die Kasse kann. Junge, das ist die falsche Richtung. Geh mal zurück in deine Telefonzelle. Ja, Telefonzelle. Lass mich raus! Kann ich zur Kasse?
Anscheinend nicht. Nee. Ich kann nichts mit der Kasse anfangen. Ich kann mich nur wieder ins Fernsehen versetzen. Kann ich irgendwas klauen? Ich würde gerne die Tür zumachen, wenn sie draußen ist, so als Prank. Ah, gehen wir einfach hin. Och, das würde ich auch gern klauen. Du wirst hier nichts mehr verkaufen können. Hallo? Unterbrich mich nicht bei meinem Diebstahl. Ich muss hier wichtiges Zeug an mich reißen. Hallo Gärtner, ignoriere einfach, dass ich hier bin, okay? Was macht diese Katze schon wieder? Zeugs ins Wasser werfen, was andere Leute brauchen. Deinen Recken habe ich auch ins Wasser geworfen, aber checken, das ist Umweltverschmutzung. Flieg, so schnell ich kann. Was erhöht eigentlich den Widerstand, wenn ich meine Flügel ausbreite? Theoretisch müsste ich dann ein bisschen langsamer werden. Theoretisch müsste ich auch eigentlich abheben. Oh, ich will fliegen. I believe I can fly. Der Junge ist auch gerade geflogen, vorhin, auf die Nase. Jetzt würde ich gerne den Gulli werfen. In den Gulli damit. Das war fast der Gulli, aber hey. Aber hey. Hallo, Kerl. Tschüss, Kerl. Sollen wir es nochmal dir verkaufen? Nee, können wir nicht. Ey, ich hab die Linie nicht übertreten, Frau, ne? Ich will mal versuchen, beide einzusperren. Köder für die Frau. Jetzt brauche ich noch Köder für den Jungen. Folgst du mir? Jetzt hat er mich auf jeden Fall gesehen. Ah, Controller! Lauf! Lauf so schnell du kannst! Oh, da schubst du mich zur Seite! Das ist unfair! Na los, geh auch noch rein, Frau. Sie sieht ihren Sellerie nicht. Nee, Lauchstange. Ich hätte ihn weiter nach vorne legen müssen. Er ist hier drinne. Muss ihn aufheben. Jetzt ist der Junge schon draußen. Sie muss nur den Lauch sehen. Kann ich beide einsperren?
Ist das keine geheime Aufgabe? Beide einzusperren? Oh. Schön, dass du nur alleine rausgehst und den Jungen zurücklässt. Egoistische Frau! Egoistische Frau! Naja, gehen wir einfach in den nächsten Bereich. Der nächste Bereich. Ich hoffe, das Spiel hat auch wirklich gespeichert, weil ich würde gerne diese Session beenden. Am Brunnen. Ich kann mir wenigstens jetzt Abkürzung machen. Abkürzungen sind immer schön. Findet ihr nicht? Ich kann dich auch direkt aufmachen. Was bist du eigentlich? Eine Schleife! Oh, das war niedlich. Das war niedlich. Leg ich erstmal hier rein. Lege ich sie erstmal hier rein und dann muss ich auf die andere Seite. Ach komm, das ist doch bestimmt auch jetzt noch eine geheime Aufgabe. Ich muss sie nur ordentlich reinwerfen können, die Münze. Kann ich nicht. Ich weiß nicht, wie es in der nächsten Aufnahme ist. Ich wünsche mir eine freie Nacht, wenn wir weiterhin unser Schabernack als Fräulein Gans treiben. In den zwei Gärten hier, wie es scheint. Von Häusern. Mal gucken, was wir hier so machen können. Ja, BH-Stibitzen. Und dann kann Fräulein Gans diese tragen. Aber ich habe doch eine Hühnerbrust-Chicken. Oh. Oder doch eine Gänsebrust? Weil ich bin naja jetzt eine Gans und kein Huhn. Naja. Wie dem auch sei. Ich hoffe, das Spiel speichert. Hat gespeichert oder was auch immer. Sodass wir hier in der nächsten Session an der gleichen Stelle fortfahren können. Das ist immer so bescheuert, dass das Spiel aber automatisch speichern. Und ich habe bisher noch keinen Indikator auf dem Bildschirm gesehen. So ein symbolmäßig. Was mir sagt, hey, beim Auftauchen dieses Symbol wird das Spiel automatisch gespeichert, wie es bei anderen Spielen so ist. Na, müssen wir halt auf das Beste hoffen, nicht wahr? Dann wird schon schief gehen. Was ist dein Ciao?